Grüß euch und willkommen hier zu einer neuen Folge vom Let's Collect der Panini FIFA 365 2023er Sticker-Serie. Wir haben heute wieder 4 Sticker-Tütchen am Start. 20 Sticker, hoffentlich können wir alle einkleben. Wenn ihr Bock habt, die Sticker-Serie auch selber anfangen wollen zu sammeln. War das jetzt richtig komponiert? Ich weiß nicht. Ihr wisst, was ich meine. Also wenn ihr Bock habt, die Sticker zu sammeln, einfach easy peasy. Unten in der Beschreibung ist der Link. Da kommt ihr zum Panini Online-Shop. Rentsch und Sanchez von Ajax. Da habe ich Bauchschmerzen. Darwin Nunez und Salah. Augusto und El Kadouri und Payet und Rongier aber. Pack Nummer 2. Anthony Elanga und Anthony Martial. Dann Trio von PSG, Trio von Juventus, Bayern, Pavard, Stanisic und Ajax-Trikots. So, Pack Nummer 3, Ajax, 384, dann AS Rom, 354, dann Olympiakos mit der 263, dann Villarreal mit der 186 und Frankfurt 257, nochmal dazwischen gemogelt. So, Inter, Handanovic und Andre Onana, zack, Chelsea-Logo. Zack, Kulusevski und Lukas Moura. Zack. Oh, das Logo habe ich schon. Da habe ich mich schon mal drauf, habe ich mich schon mal gewundert. Das ist ein cooles Logo, aber das weiß ich, kann ich direkt weglegen. Ja, da bin ich mir 1000%ig sicher, dass ich das schon habe. Das heißt, einer ist schon mal jetzt doppelt. Und hier Ajax war auch so ein bisschen Bauchschmerzen dabei. Na, mal gucken, mal gucken. Mal gucke, mal gucke, mal gucke, mal gucke. So, zack. So, FC Chelsea. Logo hatten wir noch nicht. Können wir einkleben. Wunderbarski. Dann Liverpool. Mit der 83. Darwin Nunez. Und Mo Salahschen. Easy. Dann springen wir zu Manchester City. City, die Citizens mit Akanji und Ake, die ich gerade abziehen wollte. Eigentlich habe ich nochmal hingeschaut. Ist leider doppelt. 114 A und B, Anthony Martial und Anthony Elanga mit der 114 A und B. Manchester United mit dem nächsten, ja, Treffer quasi, kann man ja so sagen. Mit dem nächsten Treffer im Album. Und auch hier geht's weiter. Wichtig. Sehr nice. Dejan Kulusevski. Und Lukas Moura. So, dann Villarreal. Villarreal. Die 186 hätte ich auch fast abgezogen. 208 ist auch doppelt. Jetzt ist aber, jetzt reicht langsam. Jetzt habe ich langsam die Faxen dicke. Danilo Pereira, Paris können wir einkleben. 1. 2. 3. Sehr gut. Auch die Bayern hoffentlich und auch die Bayern. Ja, gefällt mir. Benji Pavard ist die linke Variante, die linke Version. Und Stanisic. Dementsprechend auf der anderen Seite. Dann Frankfurt. Frankfurt 257, Lucas Alario. Raphael Boré. Und Randall Kolo Muani, sehr, sehr nice. Ich bin gespannt, wie er sich jetzt in der Rückrunde schlägt. Na, bei der WM hat er natürlich für Furore gesorgt und für Aufsehen. So, El Kadouri ist auch doppelt. Wie viel haben wir denn hier heute doppelt? Eieiei. Andre Onana ist auch doppelt. Martinez, Lukaku auch doppelt. Eieiei. Okay, das schmerzt ein bisschen. Müssen wir uns überlegen, ob wir vielleicht in den nächsten Folgen vielleicht
da nochmal noch ein Tütchen mehr öffnen. Dann 21 Juventus können wir wieder was. Können wir wieder was reinknallen. Di Maria, Milik. Und Dusan Vlahovic. Zack. Dann AS Rom. Gönn. Jawohl. Oh, ich habe gerade gedacht, 3, 5 Dings hier, ist doch doppelt. Aber ist nicht doppelt. Ich habe gedacht, hier ist doch nicht Dybala auf der linken Seite. Und Andrea Belotti. Da ist er, Paolo Dybalski. Mit der wohl eines der spektakulärsten Vorstellungsrunden. Paolo Dybala. Dann ist der nicht der letzte Sticker, aber einer der letzten. Die Trikots sind doppelt. Rentsch und Sanchez sind, glaube ich, auch doppelt. So sieht's aus. Und die 384 ist sogar auch doppelt. Eieieiei. Also heute war es leider nicht so eine ganz erfolgreiche Folge. Aber es gehört dazu. Ihr seht, wie das Panini-Business auch ablaufen kann. Man zieht doppelte Sticker. Das ist ganz normal. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich bedanke mich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.